Es sei denn, ich erweitere die Warteschlange. Kann man mal da reinzoomen? Das wäre irgendwie Traum. Der repariert gerade, finde ich gut. Den Weg hier wegmachen. Und dann die Warteschlange. Leck mich doch am Arsch. Bis woanders hinziehen, bis hier raus oder so. Könnten wir probieren. Wie sieht's denn aus? Ja, okay. Ich denke, das probieren wir auch einfach mal. Dazu muss ich nur wieder pausieren. Du hast mal alles geändert. Was? Euch Jungs und Mädels muss ich jetzt leider wegbashen. Guck mal, hier geht's nicht durch. Warum ist hier also ein Weg? Can anybody tell me that? Glaube nicht. Ah, weg. Weg. Ah, weg. Müssen wir auch den Mülleimer nochmal verschieben. So, Jungs und Mädels. Ich werde jetzt den kompletten Eingang so hart verschieben, dass euch das Sack in Scheibe abfällt oder so. Oder so. Das heißt, hier wird alles grün. Grün soweit. So. Und das fliegt erstmal alles raus. So. Weg. 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 Und dann ziehen wir jetzt den kompletten Warteschlangenweg, der hoffentlich auch so aussieht. Ne, sieht er nicht, aber das ändern wir natürlich jetzt erstmal. Was? Der Warteschlangenentwurf wäre ungültig. Bullshit wäre der. By the way. So. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir da um die Ecke kommen. Sprich, so. Und jetzt genau da durch. Das wird hart. Wahrscheinlich. Oder auch nicht. Ja, vielleicht auch nicht. Guck mal, passt genau da rein. Hammer geil. Hammer geil. Okay, dann haben wir nämlich hier auch eine längere Warteschlange. Und dann kann sich hier keiner mehr bepissen, dass die Scheiße hier nicht funktionieren kann, ja? So, jetzt müssen wir noch die Mülleimer. Parkmülltonne, du bist auch. Das sind alles. Alles Mülltonnen, die ganzen Leute hier. So, die kommen jetzt dahin. Die anderen da drin, glaube ich, können wir dann mal gezielt entfernen. Wenn sie nicht schon weg sind. Ne, sind sie nicht. Entfernen, entfernen. Vielleicht am Ausgang nochmal eine platzieren. Die move wir jetzt auf jeden Fall mal darüber. Wo ist denn der Ausgang? Warte, ne, Moment, wo ist der Ausgang? What the heck? Was? Das ist der Eingang, so. Ach, hier ist der Ausgang. Gut, dann kommt hier direkt mal eine Mülltonne hin. Und Radium. So. So muss das. Ich denke, dass wir da jetzt auch kein Problem mehr haben. Okay, die Beschleunigung ist zu hoch. So läuft es nämlich flüssig noch. Gut, gut. Jetzt gucken wir mal, dass das alles funzt. Also, ich würde ja behaupten, ja, was ich jetzt bei dem Teil natürlich verpeilt habe, das mitten im Gebäude ist einfach mal, ne? Übrigens. Ne, habe ich nicht. Ist alles korrekt. Ist alles korrekt. Jawohl, jetzt können sie sich nämlich anstellen, die Bobbys, wie sie Bock haben. Vollhonks. Ich hoffe nur, dass es auch genug Geld kostet. Und ab dafür. Ne, Moment. Moment, da. Schauen wir mal. Da sind wir. Und jetzt werden wir mal gucken. So haben wir den Überblick hier über alle Fahrgeschäfte. Das macht Sinn. Java, einen wunderschönen guten Abend. Wie der legt. Der legt doch nicht. What sponsored? Okay. Goodie, jetzt müssen wir natürlich schauen, aber ich denke, guck mal, was wir jetzt Geld eingenommen haben. Ist ja ein Traum. Das brauchen wir auch gar nicht mehr so schnell laufen zu lassen. So, jetzt können wir mal ein paar Fahrgeschäfte klar machen, die vielleicht nicht ganz so wartungsintensiv sind. Elixir, Machines haben wir da schon. Skyzer, Tristorm wäre mal eine Maßnahme, aber der ist irgendwie nicht so spaßig. Wir forschen erstmal. Wir forschen erstmal, beziehungsweise sollten wir mal gucken, wie es mit der Verbrechensrate aussieht. Also 77% hier.
6 Taschendiebe festgenommen. Aber mal gucken, der Park ist klasse, ich will mit Soso fahren, die Warteschlange für Rush Hour war voll, wird jetzt so schnell nicht mehr passieren. Da können wir sogar gleich die Ticketpreise anheben, was wir auf jeden Fall machen sollten. Wow, ich labere viel zu viel. Gerade mal gucken, hier, ein Taschendieb, 30%, das heißt, wir brauchen Kameras. Und die machen wir jetzt auch klar. Kameras, und zwar in jeder fucking Warteschlange. Überall, überall. Ja, ich weiß. Ich hab's einfach rumgeklickt, ja. Dass ich das hier heute spiele und danach unturned. Ich hab's nicht richtig angegeben, ich weiß es. Ich hatte aber auch nicht wirklich Zeit, mich da groß jetzt reinzuhängen, das zu ändern. So, okay. Das müssen wir jetzt natürlich in jeder Warteschlange machen. Logisch. So. Natürlich da. Und logischerweise auch hier, obwohl das Ding gerade mal im Arsch ist, aber das macht ja erstmal nichts. So. Und weil es so schön war, auch eigentlich da drin. Drinnen wohl bemerkt. Wenn ich es finde. Oh, what the fuck. Wo der Eingang ist. Ja, ich hoffe es. Doch, das sieht gut aus. Oh, hier. Da drin. Da drin können wir es einfach mal raushauen. Einfach, um die Leute damit abzuschrecken. Ups. Joink. So, wenn das okay abschreckendes Beispiel ist, dann weiß ich es auch nicht. Alright. So, damit sollten wir jetzt auf jeden Fall ein bisschen mehr Verbrechensrate machen und ja, das ist das Spiel. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. So, gut. Das sollte die Verbrechensrate verbessern. Muss natürlich mal gucken, ob das auch wirklich der Fall sein wird. Ich denke, so sollte es sein. Und dann hätten wir natürlich mal noch eine Forschung für Nervenkitzel raushauen. 500 pro Monat. Gut, mehr gebe ich jetzt auch erstmal nicht aus und wir beschleunigen den Spaß. Schauen dann natürlich auch mal, was die Finanzen sagen. Denn Sicherheit ist auf jeden Fall 6 festgenommene Taschendiebe, $300 Betriebskosten, ein kaputter Mülleimer. So sieht's aus. Okay, kriegen wir hin. Whirlwind wurde repariert. Da ist was dran, ja. Das stimmt. Das stimmt. So, jetzt mal die allgemeine Zufriedenheit nochmal gucken. Guck mal, der Park ist klasse, ich will mit Soso fahren, ich will mit Rush Hour fahren. So lange warte ich nicht auf Soso, ist nicht schlimm. Der Park ist ein Schnäppchen, der Eintrittspreis ist zu niedrig und Rush Hour ist zu günstig. Also entweder erhöhen wir den Preis für Rush Hour, da müssen wir jetzt gerade mal gucken. Attractions, Rush Hour kostet 10, ja, machen wir 10,50. Weil wir es können, etabliert, so. Und dann sollten wir trotzdem, weil ich ein geldgieriger Sack bin, ja, der Eintritt auf 2,50 beziehungsweise 1,75, ne, 1,25 anheben, so. Whirlwind ist inzwischen sehr alt, ja, 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 langsam kannst du dir dein Gelaber da echt mal sparen. Das war das andere, Whirlwind wurde repariert, macht nichts. So, wir haben 80%. Das heißt, wir werden gleich ein Goldziel erreichen, weil wir 80% haben. Jupp. Sag ich ja. Gut gemacht. So, jetzt müssen wir nur noch die Diebstahlgeschichten und das Einkommen eigentlich im Griff haben. Okay. Das heißt, wir bauen hier natürlich noch ein bisschen was. Neueres, sobald wir können. Und gucken, dass wir natürlich auch mehr Diebe fassen. Wow! Thanks! Wow, das war echt laut. Java, danke dir. Hey! Du warst noch laufen? Ja, das macht nichts. Ich stream heute länger. Poopshot Water, zu viele Gäste. Okay, es sind zu viele, die Durst haben. So wie es aussieht. Dieser Park ist klasse. Monatlicher Profit 400. Wir müssen einen Profit von 5000 schaffen, ne?
Das wird hart. Ja. Shit, wie bekommen wir das am besten hin, ey? Indem wir nicht so viele Läden öffnen. Und wir sollten doch jetzt durch die Forschung vielleicht auch nochmal... Das habe ich im anderen auch nicht hinbekommen mit dem 5000, ne? Okay, hier ist alles in Ordnung. Opfer, Gesamt. Mhm. Ja, ich weiß. Rush Hour beginnt zu altern. Werden wir mal sehen. Rush Hour habe ich eben erst erhöht. Weißt du, wir gehen jetzt auch wieder runter damit. Ah ne, es ist veraltend, nicht veraltet. Dann können wir das ja noch lassen. Noch. Elixiermaschines. Oh, Alter, was hier anstehen, ne? Krass. In was? Will ich's wissen? In deiner Hose. Okay, gut. Ich denke, wenn wir was Neues bauen, kriegen wir auch wieder ein bisschen was dazu. Wie sieht's denn aus mit der Forschung? Was dauert denn so lange? 18 Tage noch? Okay. Naja, gut. Wird schon passen. Irgendwie. Muss, ja. Muss. Gears of Dix hat ein technisches Problem. Gut, Hauptsache, wir kriegen die Leute überall hin verteilt. Sucks. Guck mal, wie viel Platz hier noch ist. Also hier kommt jetzt auf jeden Fall mal noch ein geiles Fahrgeschäft hin. Ich hoffe ja, dass wir 4G bekommen. 4G wäre fucking awesome. Warten wir mal. Müsste ja bald durch sein, oder? Wie schnell gehen die Tage hier vorbei? 10. Ah, ist gar nicht so schnell. Schade. Ich hätte jetzt gedacht, es wäre schneller. What is? Gears of 4 hat ein technisches Problem. Macht nix. Weil um 5000 einzunehmen, müssen wir natürlich echt aufpassen. Also Achterbahnen können wir da nicht groß bauen. Um das überhaupt finanzieren zu können. Könnte aber auch sein, wenn es zu lange dauern sollte, dass das wieder danach irgendwann mal kommt. So dass wir erstmal weiterkommen. Die Diebstahlrate ist immer noch zu hoch. Elixiermaschines. Du solltest die Sicherheit erhöhen, ja. Jaha. Okay, I'll do. Personal, Sicherheitsdienst, Life O'Malley. Mache. Unser Sicherheitsopfer. Boom. So, der kriegt erstmal nicht so viel bezahlt wie der andere, aber wir sollten wenigstens mal in die Richtung gehen, weil das, was er bekommt, ist zu wenig. 250. Der Alphonse Rix. Okay. Okay, gut. Gib mir was Gutes. Das wäre toll. Gib mir was Gutes. 4G, please. Bam it. Hammer Swinger. Ja gut, der geht auch. Ja. Den hauen wir auch erstmal raus. Je nachdem, was er kostet. Hammer Swing. 2200. Alter, ich weiß es doch. Meine Güte. Whirlwind ist zu teuer und bei Soso ist die Warteschlange zu lang. Okay, Whirlwind ist zu teuer, das bedeutet Pries. Ne, nicht du. Hier, Pries. So, 59. Ist $1 weniger. Hauptsache, das Ding macht noch Gewinn. Ich hab'n. Dadam, dadam, dadam. Da auch. Geht's wieder los. Okay. Whirlwind beginnt zu altern. Wie oft will er mir eigentlich noch sagen, dass seine scheiß Achterbahn, Alter, das ist mir Schwanz. Ohne Mist. Ohne Mist. Komm, Hammer Swinger, please. Um mehr Gäste anzuloggen. Und dann bauen wir auch noch mal ein bisschen was anderes drumherum. 2240, 1700 haben wir jetzt. Das trifft sich doch schon mal. Gut, werden wir da noch Geld einnehmen, gucke ich da mal hier. Der hat nicht so viel zu tun, ne? Mir ist es scheiße, ey. Whirlwind poppt hier die ganze Zeit auf, ne?